Bei Schwitzen und Verletzung schwemmt der Mikronährstoff aus. Auch bei Durchfall, der Amalgamsanierung, der Ausleitung von Quecksilber aus den Zähnen zu Radikal. Zöliakie. Zu viel Fluor. Phosphor. Calcium. Kupfer. Eisen. Können verhindern die Aufnahme von Zink durch den Darm. Leidet ein Säugling an Windeldermitis? Ist sein Gesäß offen und wund? Könnte gezuckerte Nahrung oder Brei gespickt mit Phosphor sein der Grund? Nicht nur bei Kranken stärkt Zink die Abwehr- und Selbstheilungskräfte real. Beschleunigt die Genesung, die Regeneration, verkürzt zumal die Zeit im Spital. Bei Schwangeren, bei Müttern, die stillen, bei Leistungssportlern und bei älteren Leuten. Ist der Ruf danach enorm? Wenn man ergraut oder bei Problemen mit den Häuten. Wenn trotz Diät die Kilos nicht verschwinden wollen, könnte ein Mangel an Zink reell für den trägen und langsamen Stoffwechsel verantwortlich sein. Generell bei Adipositas. Oder Obesita. Wie Fülle, Fett und Wohlleibigkeit im Fremdwort sich kleidet. Bei Anorexia nervosa, der Magersucht, Bulimie, Kachexie, wenn der Serotoninspiegel leidet, der Botenstoff, der für Essverhalten und Sättigungsgefühl ist zentral und bedeutsam. Dank Zink und Tryptophan beeinflusst zwischen Gehirn und Darm unser Glücksprogramm.